Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Detroit Become Human. In der letzten Folge waren wir in Channel 16 gewesen und haben zusammen mit Hank und Connor ermittelt. Leider hat bei der Rettung von Hank Connor sich anscheinend geopfert. Er wurde jedenfalls schwer verletzt. Ob er jetzt wirklich hundertprozentig tot ist, wissen wir nicht. Ich hoffe mal einfach, dass wir noch eine Chance bekommen, weil... Manu, es ist Connor. Ich mag den gern. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Und solltet ihr Bock darauf haben, lasst gerne ein kleines Like und einen Kommentar da. Ja, also, ein bisschen Support ist ja kein Mord, ne? So, wer bist denn du? Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Können wir ihnen vertrauen? Das ist die Frage. Seien wir vorsichtig. Wenn es komisch wird, hauen wir ab, okay? In Ordnung. Ja, bisschen Vorsicht schadet nie. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ja, wie freundlich er ist, ha? Okay, dann müssen wir erstmal mit ihm mit, ha? Wow, ist Weihnachten, ja? Ach, mein Lieblingsfeiertag. Neben St. Patty's. Und Halloween. Was haben wir denn hier? Nicht so viel. Wir haben ein Bett. Das reicht erstmal. Ja, wie denn? So, hier durch? Ach nee, du gehst allein aufs Bett. Alles klar, gut, meine Frage ist beantwortet. Okay, ihr habt euch nichts zu sagen. Ja, auf die Decke legen, statt zuzudecken. Achso. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hierbleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Und? Vielleicht sind sie unglücklich und suchen einen Schuldigen dafür. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Und? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti.
Alles klar, bin ich dabei. Wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Als ob. Na, Ränge schließen. Ich bleib bei ihr. Das ist eine gute Idee. Großer, starker Beschützer ist nie verkehrt. Dann wollen wir mal gucken, was Rose zu sagen hat. Inwiefern sie uns vielleicht weiterhelfen kann. Erstmal kurz den Scan machen. Nö. Ein Dackel. Erkenne ich. Hä? Das Bild? Dackel. Dackel sind toll. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Das ist viel wert. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Ja, ich sag's ja von Anfang an. Das ist ja nichts anderes als die Geschichte, die Schwarzen... Wie es früher war. Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Nur, dass es jetzt die Androiden sind. Dazu müsstet ihr über den Fluss und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist denn jetzt hier los? Okay, dass wir immer nur so lang... Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles.
Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Okay, können wir vielleicht mit ihnen reden? Nein, können wir nicht. Die Tür ist halb offen, aber für uns trotzdem zur Gänze geschlossen. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Hat er nicht Unrecht? Schlussendlich sind die Androiden erstmal Maschinen. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier. Es dauert nicht lang. Nun gut. Ja, das sind wieder nur so eine Zeitung. AP-700. Dann schauen wir mal. Damit wir informiert sind. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Ja, Nachrichten heutzutage. Nicht so schön. Ja, jetzt können wir doch mit ihnen reden, ja? Ach, Weihnachten. Da hören wir ein paar Schritte. Aber zu sehen ist erstmal nichts. Gut, wenn nichts zu sehen ist, dann gehen wir erstmal hier hinten. Hier gibt's was zu sehen. Echt jetzt? Nur zum Tür ranmachen? Willst du mich doch verarschen? Na super. Ach, können wir mit Ihnen sprechen? Ja. Ich glaube nicht, dass er positiv reagieren wird. Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich.
Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber... sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei! Es ist die Polizei! Scheiße. Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Was, Material verstecken? Ich wusste, dass das passiert. Okay, das bringt uns... Ich wusste es. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Welche Küche? Küche oben? Ja, komm oben. Komm, Alice. Moment, ich zieh mir noch was an. Ich komme gleich. Moment. Beschwichtigen, bedrohen. Bleib ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Okay. Ein beruhigter Adam ist ein guter Adam. Warte mal, die Tür sollten wir doch richtig zumachen. Ist ja doch nicht sowas hier. Hier. Noch was? Noch haben wir Zeit. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 30 Sekunden, um genau zu sein. Ja, warte. Kommt gleich. Ich muss mir noch die Hände waschen. Ich war gerade auf dem Klo. Nee. Okay. Naja, gut, wir... ich hoffe, wir haben alle... warte, die Uniform hier. Hier. Die habe ich ganz vergessen. Okay, komm. Mehr sollte es eigentlich nicht geben. Machen wir auf. Guten Tag, Sie wünschen. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Wie verräterisch wollt ihr euch verhalten? Antwort: Ja. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Ja, ich meine, lieber sagen wir, dass da oben jemand ist, anstatt er findet es vielleicht selber raus. Ja. Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Was? Ich hab doch Ja. Ich hab doch Ja gedrückt. Sag mal, willst du mich verarschen? Kreis war doch für Ja. Habe ich gedrückt. Oh oh. War da irgendwas? Nee, oder? Ein frischer Kaffee. Danke. Immer schön freundlich sein. Adam, setz dich doch hin, du bist hier zu Hause. Kein Misstrauen, das ist schon mal gut. Wie lange können wir es beibehalten? Mach's nicht so spannend. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir die Kleidung versteckt haben. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam?
Die Androiden. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Bleib ruhig. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Oh, ihr Idioten. Ist noch jemand im Haus? Das ist der Hund, der schläft in der Waschküche. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Als ob. Namt, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Ich glaube, beim allerersten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, als es rauskam, 2018, hatte ich da irgendwas verkackt gehabt. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Sie sehen Marcus' Botschaft als Drohung. Er tat das Richtige. Das ist die einzige Sprache, die Sie verstehen. Gewalt kann nie die Lösung sein. Eine Konfrontation führt nirgendwo hin. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Ja, alles klar, Freunde. Aber an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.